Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Outlast mit mir, eurem Lassack. So, die Kamera da oben scheint zu funktionieren. Er sieht dort das rote Lämpchen, das da blinkt, sag ich mal. Das ist das Hauptlabor. Na, ich hoffe doch mal. Das auch sagt, dass die Amnestie auch. Ja, gut, sie bewegt sich auch noch, ne? So. B. Block B. Brauchen wir überhaupt noch Batterien? Scheint es auch nicht mehr allzu gut zu gehen. Na gut, er hat ja gesagt, solange Billy da ist, wird keiner überleben. Nur warum lässt mich Billy in Ruhe? Ich meine, der hätte mich auch vorhin töten können, wo er ja, den Fettsack umgebracht hat. Folge dem Blut. Ja, ja, ich weiß, ich erwähne das manchmal vielleicht zu oft. Da bin ich lang gegangen. Ja, hier war ich noch nicht. Auf. Guck ich gleich. Boah, ein Gemetzel, was hier abgelaufen ist. Halt dich fest. So. Ach, da gucke ich dann mal gleich rein. Das scheint die Kombüse zu sein, noch nicht mehr weiterzugehen. Vielleicht kann ich hinten noch wieder drumherum. Ich muss auch aufpassen, am Ende verwirre ich mich mit meiner eigenen Blutspur, ist mir gerade aufgefallen, wenn ich weiter durch diese Kacke hier laufe. So. Lecker Gulasch. Ja. Geht anscheinend auch so. Boah. Was? Ich dachte gerade, da schwimmen Fische drin rum oder so. Eine Kackmakrele. Ja. Hier bin ich gekommen. Muss ich hier lang? Will ich hier lang? War noch Block B. War das nicht das, wo ich schon mal war? Wo hier absolut nichts. Ja, ich glaube schon. Nichts Interessantes war. Dann noch hier vorne. Ist doch nicht freundlich zu uns. Jedenfalls nicht mehr. Boah, scheiße. Ich habe jetzt aber auch nichts Interessantes gefunden. Ist jetzt vom Warrider abhauen? Oder vielleicht sogar dahin? Scheiße. Heraus zerplatzt. Ich renne jetzt einfach mal durch das Haupttor durch. Gucken, ob das vielleicht irgendwas bringt. Weil so wie es aussieht, wenn der Rollrider nah ist, wird irgendwie das ganze Bild verschwommen. Ich muss einfach. Ich will einfach. Oh, lauf, Lachsack! Ja, da lang! Da noch nicht, da noch nicht. Warum komme ich da nicht durch? Komme ich da durch? Ja, er kann sich durchzwängen. Einmal geht doch das Logische. Was ist schon wieder so verschwommen? Er ist ganz, ganz nah. Geht's da hinten lang? Ich weiß nicht, hier vorne geht's lang. Ja? Nicht dein verfickter Ernst. Okay. Ja? Oh. Das war korrekt, was wir gemacht haben. Muss man auch einfach manchmal nur rennen. Okay, sieht groß aus. Speichert. Ist richtig gelaufen, also. Ich hab mich hier noch ein bisschen um. Ja, da geht's dann rein. Was? Hat doch gerade irgendwas gemacht. Ist das dieser Billy? Inventier für die. Okay. Ich wollte gerade sagen, reicht das nicht, wenn wir das Ding aufschlagen und ihn einfach nur in den Kopf eintreten oder sowas? Aber wir sind ja kein Kämpfer. Ist hier auch noch wer drin?
keine Ahnung. Was ist das für einer? Ach, Knüppelmann! Hört sich nicht runter gut. Oder genau, Knüppelmann kommt an und macht den kaputt. Sieht sowieso gut da drin. Muss ich was drücken? Nein. Oh, vielleicht. Da hinten war noch, glaube ich, noch was. Tür. Komm, wir versuchen es erstmal durch die Tür. Entweder lässt es offen oder zu. Es ist offen. Life Supports. Ah, alles klar. Die müssen wir wahrscheinlich sogar lang. Lebenshaltungssysteme. Das glaube ich. Müsste das sein? Vielleicht doch die andere Richtung laufen sollen, wenn das hier schon richtig ist. Egal, ich gehe jetzt nicht zurück. Hier irgendwo auf. Da geht's rein. Was können wir hinten noch finden? Ventil. Ist zu drin. Alles klar. Dann ist das das Ventil, was wir... Ich hab verstanden. Schnell reingucken. Vielleicht noch was mitnehmen, falls hier was rumliegt. Ja, let's get. So. Und dann das Ventil zu drehen. Ui, dann dürfte der sauer werden. Er hat uns schon zweimal umgebracht. Da ist das nur gerecht. Richtig, Strom zu des Generators des theoretischen Labors. Wahrscheinlich jetzt zur anderen Seite. Ihr hört's, das ist der War Rider. Oh, ich weiß nicht wo. Lauf! Irgendwo von hinten. Lauf, 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 lauf. Ich weiß noch nicht mal, ob das was bringt, wenn wir die Türen zu machen. Letzte Tür, also daher, ja, scheißegal. Lauf einfach, nicht nach hinten, nach sein. Und hier noch was? Was? Batterie. Warum? Batterie. Egal. Was? Ach, da lang. Darfst du glauben? Oh. Auf. Genau. Hoch da! Er wird uns wieder zum Platz bringen. Halt dich fest, wie hoch denn noch, verdammt nochmal. Ich hab gesagt, der Typ ist nicht sportlich. Ich hätte nach der Hälfte jetzt schon abgekackt. Na gut, er hat Angst. Was? So. Oh, der hat uns irgendwie gekriegt. Versuchen. Müssen wir jetzt schon laufen? Ja, lass das, tu's doch einfach. Boah, der kann doch hochfliegen. Ist doch übertrieben. Nicht anhalten, keine Kamera nehmen, einfach hochlassen. Wenn du die Knie aufgeschürt hast. Egal. Weiter. Boah. Nein, nein, nein. Wir haben mal kurz angehalten. Oh, ist das mies. Gut, kurz anhalten tötet uns. Es kommt. Geile Sau. Auf. Da durch. So, schnell Batterie wechseln. Dann weiter. Flitze lassen, Flitze. Mitnehmen. Nicht Notiz. Das, genau. So. Und jetzt. Genau. Stirbt!
Bastard! Zurück. Vielleicht jetzt noch ab. Genau. Und Feuerwerk. Da lang. Jetzt kommt er von vorne und macht uns fertig. Oh. Es hackt, es leckt. Es leckt extremst. Hallo, Spiel? Hallo? Hallöchen? Okay. Es geht aber auch nicht. Also... hier versuchen. Task Manager. Will auch nicht machen. Willst du jetzt wieder? Jetzt wird's wieder. Gut. Weiter. Was? Bitte töt uns nicht. Wir sind sowas von am Arsch. Glaub ich. Wie hat er das überlebt? Lauf. Das war alles nicht so schlimm. Jetzt hat uns der Roll Rider doch wieder das Leben gerettet. Wieso macht er sowas? Rüber? Nein! Oh, jetzt wird er uns kriegen. Wir haben einmal angehalten. Müssen wir hier was drücken? Nein! Oh! Nein! Ich hab's, glaube ich, gesehen. Den nehmen wir auch noch mit. Versuchen zu entkommen. Das habe ich doch schon die ganze Zeit versucht, oder? Jo. Ich glaube durch da oben. Zum Fahrstuhl hinken. Oh. Los, das schaffst du, mein Freund. Warum muss der Schmerzen haben? Ich meine, ich glaube, in seinen Innereien wurde rumgestückt. Ja? Oh, man merkt richtig, wie der leidet. Ich komm! Ja. Gleich stürzt er doch wieder um oder so. Los, komm. Wenn jetzt der Fahrstuhl hinten ist, dann einfach nur noch hoch ins Auto. Ein bisschen Sprit müssen wir noch drin haben. Bis zur nächsten Tankstelle. Ich weiß, dass es fast leer war. Ah, das schaffen wir. Boah. Ich komm hoch mit dir. Oh. Aber
Aber so kann der auch gar nicht mehr Auto fahren. Jo. Ganz ruhig, ich bin's noch. Was? Ja, Assis! Ich hab da den Wallrider für euch getötet. Gott im Himmel. You have become the host. Was? Ist der Wallrider immer noch da? Tötet die jetzt? Oder sind wir zum Wallrider geworden? Alles klar, dass sie einfach in der Presse nicht dann rauslassen wollen, weil das wäre ein Skandal gewesen. Das war's? Leute! Wir sind durch! Wir haben Outlast! Ich wollte sagen überlebt, aber der Typ ist ja zum Schluss gestorben. Ach du Scheiße! Ich habe noch nie während eines Spiels so viel geschrien. Aber ich bin auch froh, dass es zu Ende ist. Oh, wir haben es hinter uns gebracht, Leute. Geil. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns noch bei weiteren Let's Plays. Ich freue mich über jedes Kombi, das ihr mir da lässt. Damit ihr mir auch sagen könnt, wie euch das hier gefallen hat. Und ob ihr vielleicht öfters mal so Horrorspiele von mir sehen wollt. Und nicht irgendwelche, wo ich rumlaufe und wie in Shadow Warrior alles zerschnetzle oder in Doom alles mögliche in die Luft jage. Und solche riesen Dämonen klatsche. Weil das hier eigentlich auch ein interessantes Projekt war, wie ich finde. Für mich selber und wahrscheinlich auch für euch. Weil ich doch öfters gelesen habe, wie ihr euch darüber beeiert habt, wie ich, ja, rumquieken, schreien, zittern, jammern und dass es halt euch doch recht gut gefallen hat und sehr unterhalten und sehr haltend war. Ja. An der Stelle trotzdem noch ein riesengroßes Dankeschön an euch. Ich lasse das hier jetzt nochmal durchlaufen und wir sehen uns dann im nächsten LP. Auf Wiedersehen, euer Lasse.